Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch heute ein Muster mitgebracht und zwar das Kraus-Rechts-Muster gehäkelt, nicht gestrickt. Normalerweise ist beim Häkeln ja so, dass der Stoff recht starr ist und also nicht immer, aber sehr häufig. Und dieses Muster hier schafft es, dass das Ganze wirklich sehr angenehm fällt. Ich finde, genauso wie bei gestrickten Sachen. Und es eignet sich in dem Sinne perfekt für Tücher oder für Kleidungsstücke, für Decken. Es ist auch elastisch, also auch nicht starr wie beim normalen Häkeln oder beim Häkeln, sondern wirklich sehr, sehr elastisch, genauso wie beim Stricken. Und ist auch gleichzeitig dicht und warm. Und das zeige ich euch jetzt, wie ihr dieses Muster häkeln könnt. Um für euer Kleidungsstück eine richtige Maschenzahl auszurechnen, braucht ihr selbstverständlich eine Maschenprobe. Aber ihr könnt beim Häkeln auch drauf loshäkeln und ungefähr nach Augenmaß vorgehen. Und das machen wir jetzt. Wir bilden zuerst einen Kreis und legen den Faden, den langen Faden, nach runter und ziehen ihn durch diese Schlaufe hier durch. Da kommt der Haken rein. Und wir ziehen fest, aber nicht zu fest. Und als erstes werden wir jetzt Luftmaschen häkeln. Das ist jetzt eigentlich schon eine. Jetzt Faden holen, durchziehen, Faden holen, durchziehen, Faden holen, durchziehen, Faden holen, durchziehen. So, wenn ihr eure gewünschte Maschenanzahl erreicht habt oder wenn ihr das zum Beispiel an euren Körper oder wenn ihr zum Beispiel eine Handyhülle machen wollt, könnt ihr es an Handy halten und ungefähr nach Augenmaß, also so ungefähr wird es auch sein. Es verzieht sich natürlich ein bisschen, aber wenn ihr keine Maschenprobe machen wollt, könnt ihr das jetzt auch ungefähr so sehen. Wenn ihr eure Breite oder Länge erreicht habt, die ihr euch wünscht, machen wir noch eine Luftmasche zum Wenden. Jetzt drehen wir unsere Arbeit so, dass wir nur die vorderen Maschenglieder sehen. Und am Anfang jeder Reihe überspringen wir immer die erste Masche und stechen durch die zweite ein. Und wir arbeiten nur durch das vordere Maschenglied. Und wir häkeln jetzt Kettmaschen, also Faden holen und durch alles ziehen, was wir auf dem Haken haben. Das ist eine Kettmasche. Nochmal, durch das vordere Maschenglied stechen, Faden holen, ganz locker bleiben. Ihr braucht eine ganz, ganz lockere Fadenspannung und durch alles ziehen. Auch eine Kettmasche. Und das wiederholen wir die ganze Zeit. Immer durch das vordere Maschenglied stechen und durch alles ziehen. Ganz locker. So, und das ist auch schon unsere erste Reihe. So sieht sie aus. Und wenn wir eine zweite beginnen, die funktionieren alle gleich. Immer eine Luftmasche, dann Arbeit wenden. Durch die zweite Masche nur durch das vordere Maschenglied einstechen, Faden holen. Und ganz locker eine Kettmasche häkeln. Und dann in jede Masche einstechen, Faden holen. Und Kettmaschen häkeln. Ja, und das war's auch schon. Das ist das Muster. Immer eine Luftmasche, Arbeit wenden und dann immer durch die vorderen Maschenglieder Kettmaschen häkeln. Das ist alles. Das ist das Geheimnis von diesem Muster.
Ich hoffe, es ist eine schöne Inspiration für euch für eure Handarbeiten und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.